So Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Letzter Part für diese Session, danach gehe ich einkaufen. Und jetzt geht's hier rund. Fliegenpilz, Fiasko, Kurs 12. Dann war das andere doch Kurs 10. Verdammt, erklimme den Berg. Ja, Fliegenpilz, Fiasko ist ein weiteres Level, das ich nicht leiden kann. Weil hier wirklich alles ätzend ist. Also hier sind die 100 Münzen ätzend, hier ist der Stern ätzend. Wie ihr seht, schaffe ich nicht mal den ersten Sprung. 100 Münzen, glaube ich, geht sogar. Aber da müssen wir tatsächlich über eine Rutschbahn wieder runterrutschen. Die gibt es hier nämlich auch. Und die roten Münzen, ihr seht, da befinden sich schon einige hier. Aber es ist doch insgesamt ziemlich ätzend. Und hier sind die restlichen. Also die roten Münzen sind hier eigentlich ganz erträglich zu finden. Sie sind bloß ein bisschen ätzend zu bekommen, tatsächlich. Und ich kann euch sagen, dieses Level hier hat Gemeinheiten ohne Ende. Und jetzt habe ich hier sogar noch den falschen Weg genommen und komme nicht mehr hoch und bin nicht mal tot. Oh. Bin bloß wieder am Fuße des Berges. Da dürfen wir jetzt wieder zurücklatschen. Mario, einmal möchte ich, dass du machst, was ich dir sage. Da hinten ist auch ein Stern, den kann man sogar erreichen. Normal braucht man die Kanone dafür oder man soll die Kanone verwenden. Jedoch geht es sogar ohne Kanone. Wirklich. Man kann oben mit dem Weitsprung das machen und ich überlege, ob ich mir jetzt erstmal die 8 roten kralle. Weil sie gerade da sind. Darf ich sagen, ich hasse Pilze? Eigentlich nicht, eigentlich esse ich Pilze sehr, sehr gerne. Aber hier nicht. Haben wir noch keinen Stern gemacht. Wenn ich nochmal sterbe, gehen wir erst ins andere Level. Das wäre mir dann irgendwo dann doch ein bisschen lieber. Nein, wir haben das angefangen und wir bringen es jetzt zu Ende. Habe ich gerade gesagt, wir bringen es zu Ende? Weiß nicht. Darf ich meine Entscheidung nochmal überdenken? Ja, was mir derzeit die meisten Schwierigkeiten macht, ist tatsächlich Marios Steuerung. Und ihr hattet Maus im Bild. Ich hoffe, ich habe die rausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich daran gedacht habe. Och, Mario. Also manchmal könnte ich ihn erwürgen, ne? Wir gehen jetzt einfach auf die Spitze und freuen uns, wenn wir da sind. Da ist tatsächlich der Stern dann, der rote. Der kommt dann auf dem Pilz da drüben raus. Und ihr seht schon, wo wir die Münzen herbekommen. Für die müssen wir nämlich ganz, ganz böse kämpfen. Und eben sind wir ja runtergefallen. So. Wohin genau müssen wir springen? Hier so über die Ecke. So. Hier ist nämlich eine Bombe, mit der wir die Kanone abschussbereit machen. Und ihr seht schon den dünnen Pfad, den man gehen muss, um da hinzukommen. Es ist alles ätzend. Ich bin gar nicht bereit. Sag mir nicht, wir müssen ihn hier nehmen. Na gut, es war doch etwas besser als gedacht. Und hier gibt es böse Affen, die können uns unsere Mütze im Übrigen klauen. Und wieder so einen Baumstamm. Also hier treffen wir wirklich von den Sachen, die wir bisher machen mussten, ein paar der schlimmsten an. Also mit Rutschpartie, mit hier den rollenden Steinen, den hunderten Münzen, naja, die mussten wir immer machen. Aber ja, wir treffen hier wirklich die schlimmsten der Schlimmen von allen Sachen, die wir bisher erleben durften, mussten. Habt ihr eben auch einen Stern gesehen, mit Gepuste und allem. Also
Fliegenpilz-Fiasko ist ein Fiasko, ja. Da können wir uns den Stern dann auch noch holen. Da brauchen wir dann Schalter und alles. Also das hier gehört mit zu den Leveln, wie eigentlich alle ab diesem Kurs hier, ab Kurs 12, die ich nicht machen möchte. Ich finde 91 oder 90 Sterne ist auch eine erträgliche Zahl. Ja, 90, das reicht. Es sind noch 30 versteckt, die können wir auch stehen lassen. Erkunde den Affenkäfig. Ich will den Affenkäfig aber nicht erkunden. Obwohl der Affenkäfig eigentlich geht, wir müssen bloß wieder ganz nach oben. Deshalb ich gerade mehr dazu tendiere, doch nochmal zu probieren, ob ich die 8 roten bekomme. Wobei ich ja schon einmal versagt habe. Weil gerade dieser winzige Pilz hier ätzend ist. So, 4 Hammer. 4. Das waren die ersten 4. Und hier warten in der Tat im Maulwurfslabyrinth die nächsten 4. Es würde sich eigentlich anbieten, das mit 100 zu verknüpfen. Da ich aber gerade keinen Bock auf die 100 in diesem Level hier habe. Weil wir dafür auch die Rutschpartie machen müssen, etc. Machen wir es einfach nicht. Wo sammle ich überhaupt das Leben ein? Das ist der letzte Part für die Session, dann habe ich eh wieder 4. So, und ganz da unten befindet sich jetzt der Stern. Aber runter geht immer alles leichter. Problem ist, dass wir nicht runter müssen, sondern dass wir jetzt rüber müssen. Und da Mario hier ja gerne mal Faxen macht, hatte ich gerade ziemlich die Arschbacken zusammengekniffen, aber wir haben's. Ich sag's dir, da die 100 zu machen, das wird nochmal richtig schön lustig. So. Achso, es wäre sowieso der nächste Stern gewesen. Dann haben wir ja eigentlich die Reihenfolge fast eingehalten. Und draußen fliegt ein Flugzeug vorbei, man hört's vielleicht. Und ihr hört schon die Affen. Aus dem Affenkäfig. Denn jetzt dürfen wir wieder ganz nach oben laufen. Hier gibt es auch einen Teleporter, der uns zur Kanone bringt auf einem dieser Pilze. Fragt mich nicht auf welchem. Ich weiß es nämlich gar nicht. So, wir nehmen jetzt mal den etwas angenehmeren Weg nach oben. Sorry, Monty. Mr. Burns. Das Problem ist halt auch, dass sie nicht sterben. Die werden geschlagen, sind weg und tauchen wieder auf. Also denen ist es völlig egal, ob man die besiegt. Die kommen immer wieder. Die haben da unten die Dragon Balls versteckt und beleben sich immer wieder. Die haben irgendwann mal einen lebenslangen Vorrat an Dragon Balls bekommen. Oder wo gab es noch so viel Wiederbelebung? Weiß ich gerade gar nicht, wo viele Charaktere gestorben und wiederbelebt wurden. Mir fällt gerade nichts ein, aber es liegt auch an dem Stress, den ich hier habe durch dieses Level. Man glaubt nicht, wie diese höheren Level hier das Stresslevel erhöhen. Bist du eigentlich die Felswand, die... Ne, du bist nicht die durchgängige Felswand. Hier gibt es irgendwo eine Felswand. Ja, die da. Die ist durchgängig. In die kommen wir dann später. Das ist dann unsere Rutsche zu den 100 Münzen.
Scheiß drauf. So. Glückwunsch. Das ist der Affenkäfig. Hier gibt es so viele Sterne, die theoretisch sichtbar sind. Aber man kommt einfach nicht gleich hin. Denn wir müssen diesen Affen fangen, damit er uns den Affenkäfig hochholt. Das ist ähnlich wie, wie mit dem Hasen, bloß auf dem Hochseilakt. Aber jetzt hat er sich vergaloppiert. Aua, hey, lass mich los, das war doch nur Spaß. Du hast wohl keinen Humor, was? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na, wie sieht's aus, klar? So, und jetzt müssen wir dem Affen nur folgen. Der holt uns jetzt nämlich den Käfig. Und dann ist alles gut. Hey Baby, komm schon. Wo bleibst du denn so lange? Hast du mich gerade Baby genannt? So, und jetzt geht's bergab. Und bergab wartet jetzt tatsächlich ein Stern auf uns. Hier wartet ja noch ein Stern. An den wir bloß nicht rankommen, weil dafür müssen wir den Schalter aktivieren, aber das machen wir aber anders. Das machen wir ja nicht jetzt. Obwohl, vielleicht machen wir es auch jetzt, je nachdem, was die Questbeschreibung sagt. Erkunde den Affenkäfig, ja. 92 schon. Wenn man so drüber nachdenkt. Wir haben's. Fast. Drei Viertel haben wir schon fertig. Jetzt habe ich nicht auf die Questbeschreibung geguckt. Erforsche die Steinwand. Mario, ich drücke zuerst den Trigger. Warum machst du dann einen Stampfer? So, wir nehmen wieder den Weg, weil den anderen Weg, den mag ich noch weniger als den hier. Und das hier ging ja jetzt recht fix, ne? So, Monty, ich erinnere mich noch, als der Maddie hier die 100 gemacht hat. Und die Montys ihm, ja, das Leben und seine ganzen Münzen geklaut haben. Da war er auch recht böse. Also mal Gruß an den Herrn Baron. Ich freue mich schon auf den nächsten Livestream. Du musst immer noch Gast bei mir machen, das weißt du, ne? Der guckt eh nicht zu, aber... Man kann es ihm ja mal androhen. Vielleicht guckt er ja doch zu. So, die da war es nicht. Die hier war es. So, es wirkt zwar wie ein Kurs im Kurs, führt uns allerdings bloß hier auf so einen Rutschbahn. Weil hier, ne, es ist nicht mal ein blauer Münzenschalter hier. Und tatsächlich ist es so, dass ich einen Großteil der Münzen... dieses Levels zusammen mit den blauen Münzen hier auf dieser Bahn befindet. Ja, und das da ist eine verdammt miese Kurve. Und deswegen brauche ich diese Rutschbahn auch, um die 100 Münzen zu machen. Ich weiß nicht, ob es zwangsweise nötig ist, ich glaube aber tatsächlich ja. Und sie sind so nett und sie lassen uns zumindest wieder hier starten. Und wir kriegen ja hier auch Münzen. Münzen sage ich schon, Leben. Also ist nicht ganz so wild. Das hätte ins Auge gehen können. Und da seht ihr auch, wie viele Münzen man hier eigentlich auf dieser Steilwandpassage hier bekommen kann.
die eine Münze oder die paar Münzen, die wir hier verlieren, wenn wir sie nicht kriegen, die sind nicht ganz so schlimm. Wichtig ist nur, dass man hier den Großteil mitnimmt. Muss nicht jede einzelne sein. So, und hier könnte man dann theoretisch runterspringen. Das ist nicht ganz so schlimm, da landet man ein Stück hinterm Start. Aber 53 Münzen. Allein da drauf. Also, das müssen wir uns merken für den 100-Münzen-Stern. Den machen wir allerdings jetzt nicht, sondern im nächsten Part. Ihr hinterlasst mir jetzt ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann, wenn es hier weitergeht mit Super Mario 64. Bis dann, euer Wolf.